Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem How-To Friedrich der Große. Und momentan befinden wir uns in Gefilden Tier 9, bei dem eigentlich jeder, der die deutsche Linie bisher hochgefahren ist, eigentlich wissen müsste und wissen sollte, wie man einen Friedrich den Großen spielt, denn es ändert sich nicht viel zur Bismarck. Und damit sitzen wir schon im Hafen mit dem Friedrich den Großen, natürlich Hamburg. Und ich werde versuchen, hier schnell, wie es sich für ein How-To gehört, die Stärken und Schwächen dieses Schiffes aufzuzeigen. Und wir beginnen direkt einmal mit den Trefferpunkten. Das Schiff an und für sich sieht nicht schlecht aus, aber es sieht aus wie eine große Bismarck. Aber das ist das Problem, das ist eine große Bismarck. Und das mit ähnlicher Bewaffnung, aber zumindest unterbewaffnet für die Stufe. Aber die Überlebensfähigkeit mit 84.300 Punkten ist, ich glaube, wenn wir die Musashi nehmen, also das als stärkstes Schiff, was die Trefferpunkte betrifft mit 97.000, eines der stärksten Schiffe, was die Trefferpunkte betrifft. Leider setzt sich das nicht fort bei der Artillerie. Denn bei der Artillerie haben wir die Möglichkeit von 4x2 406mm und 4x2 420mm. Beides, also in beiden Varianten, ist sie unterbewaffnet. Wir haben bei den 420mm natürlich eine leidlich bessere Penetrationsleistung. Die Reichweite bleibt identisch, es ändert sich aber der Reload. 406mm mit Reload-Modul kommen wir auf knackige 22,9 Sekunden. Bei den 420ern ist es natürlich mehr. Wir haben hier eine gute Sekundärartillerie, die in Kombination mit einigen Skills durchaus Schaden machen kann. Das werden wir vielleicht auch im Gefecht sehen oder hoffentlich die Chance dazu haben, dass ich euch zeigen kann, was eine Sekundärartillerie schaffen kann, wenn sie darauf ausgelegt ist. Und ja, mein Friedrich der Große ist auf Sekundärartillerie geskillt, etwas, was ich nicht unbedingt empfehle, aber eine Variante ist, wie ich ihn fahre, weil ich viele Schiffe besitze. Leute, die wenig Schiffe besitzen, würde ich eher ein anderes Bild empfehlen. Das erkläre ich euch dann, wenn wir zum Kapitän gehen und zu den Upgrades gehen. Aber das ist eine andere Sache. Ich stehe auf Abwechslung und wenn ich die Chance wahrnehme, dieses Schiff fahre, dann nutze ich sie natürlich. Nun denn, Feuerreichweite 20.3. Großer Vorteil bei den Deutschen ist natürlich Panzerdurchschlagskraft einer Granate. Eine HE-Granate ist ein Viertel. Das bedeutet, bei 4 und 6 haben wir 131 mm. Dennoch setzt man die natürlich sehr, sehr selten ein. Großes Problem hier, die Turmanordnung 4x2, wo anzustehen, trotz guter Panzerung, nicht zu empfehlen. Zu wenig Feuerkraft. Man muss eigentlich was herzeigen, damit man hier ausreichend Schaden machen kann. Und das ist ein Problem bei der momentanen Meta. Die Flugabwehr ist brauchbar, aber trotz guter Wertung natürlich chancenlos gegen Tier 10er. Es ist relativ schwierig. Wargaming ändert immer noch ein bisschen mit der Anti-Air, wie ihr jetzt mit der kommenden Änderung gesehen habt, oder die Änderung ist schon drin. Ja, Bubbles, also die Anti-Air-Bereiche, die sich überlappen, wurden abgeschwächt. Vorher waren sie anscheinend zu stark. Kann ich jetzt nicht unbedingt was sagen. Es wäre ja andersrum vorgekommen, aber man kennt das ja, subjektive Wahrnehmung, deswegen Flugabwehr immer noch ein großes Mysterium. Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten, Wendekreisradius 940 Meter, das ist genau das, was ich meine. Die Bismarck fährt, glaube ich, 31,5 und hat einen besseren Wendekreisradius, dieses Schiff ist einfach zu groß. Verborgenheit ist mit, oh Gott, ist der Hafen langsam, 13,6 Kilometer, nicht schlecht, ist allerdings auch, ich glaube, auf Doppelconcealment geskillt, ja, Doppelconcealment geskillt. Ein Schlachtschiff brutal, aber leider notwendig bei meiner Sekundärskillung. Werdet euch jetzt zwar fragen, warum, aber dazu kommen wir gleich. Einmal kurz die Panzerungsanordnung, denn die Panzerung ist echt gut. Wir haben hier eines der am stärksten gepanzerten Schiffe im Spiel. Lasst euch einmal die Werte auf euch wirken. Ja, ihr seht das richtig, die Deckspanzerung ist brutal. Wir haben hier zwar die klassische 32mm Panzerung, wie wir sie bei allen Tier 8, Tier 9 Schiffen oder beim Großteil haben, aber dann kommen wir ziemlich schnell in den 50mm Bereich, dann noch höher 80, dann wieder 50, dann wieder 80. Das bedeutet, man kann mit IFA und 152mm durchaus Schaden machen, hier vorne, bei 32mm HE-Penetration. Hier ist man dann aber geschützt. Sprich, eine Cleveland, eine Wooster mit 152mm IFAE macht hier keinen Schaden auf Stack, wohl aber in die Aufbauten. Das ist ein großes Problem dieses Schiffes, denn, oder eines der großen Probleme dieses Schiffes, man kann, egal wie gut angewinkelt, wie gut die Panzerung ist, immer Schaden in die Aufbauten machen, bis diese gesättigt sind. Weiteres kommt dann hinzu, wir haben hier eine besondere Anordnung der Zitadelle, wobei nicht die Zitadelle, sondern eher hier die Turtleback-Panzerung heißt das. Diese Panzerung, diese schrägen, schützen die Zitadelle. Das bedeutet,
diese Schrägen sorgen dafür, dass bei Beschuss die Granate bounced, bevor sie in die Zitadelle kommt. Quasi so, der Winkel hier dieser abgeschrägten Zitadelle sorgt dafür, dass die Granate bounced. Großes Problem dabei kann aber sein, dass die Granate abprallt und dann in die Kasematte schlägt und dort schweren Schaden macht. Zumindest möglich. Das Problem ist, momentan im Meta unterstützt nicht so eine Panzerung. Also die Panzerung, der Panzerung ist das natürlich wurscht, die Zitadelle ist nach innen versetzt, ist schwierig zu treffen oder ist auch im Nahkampf gar nicht zu treffen. So gut wie gar nicht zu treffen. Bei Steilfeuer aber, ihr seht hier, das Deck ist nur 50, darüber ist ebenfalls, ja gut, da ist nichts mehr. Das ist es, oder? Das kann es doch nicht sein. Doch, das ist es. 50er Deck. Und darunter kommt noch ein 100er Deck. Granaten machen Zitadellen durch Steilfeuer. Und momentan ist man auf hohe Distanz, oder spielt man auf hohe Distanz, Flugzeugträger sei Dank, yay, weil niemand sich mehr nach vorne traut, yay. Das bedeutet, dass man selbst auch nicht nach vorne fahren kann, yay, weil man sonst fokussiert wird. Und gegen HE nützt einem die stärkste Panzerung nicht, denn Brände machen immer Schaden. Man kann den Kurfürsten und auch den Friedrich den Großen einfach runterfackeln. Das ist das Problem. Deswegen, wie gesagt, eine brutal starke Panzerung im Nahkampf. Hier vorne durch den längeren Bugpanzergürtel. Sogar leidlich besser geschützt als der Kurfürst vor den minimal kleinen Spot, bei dem es möglich ist, den Kurfürsten und den Friedrich den Großen auch im Nahkampf zu zitadellieren. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger. Dafür müssen aber die Voraussetzungen wirklich passen. Brutales RNG-Luck und die kleinste Abweichung vom Winkel. Das ist so ein Bereich, glaube ich, 5 bis 10 Grad, wo es funktioniert. Ist man drüber, hat man verspielt. Das ist eine Salve, man muss echt gut abwarten. Oder maximal 2, mit Kreuzern geht es auch. Das ist bitter. Nichtsdestotrotz bringt einem, wie gesagt, das nichts, wenn man nicht rankommt. Deswegen ist meine Modulauswahl vielleicht nicht intelligent. Ihr seht es hier, ich gehe voll auf Sack. Auch beim Kapitän. Zuerst aber noch das Verbrauchsgut. Hydroakustische Suche, praktisch für den Nahkampf, in dem man erst kommen muss. Hier habe ich einmal die Möglichkeit für das Reichweitenflugzeug bei 4x2 und bei der Streuung schwierig da Schaden zu machen, man hat einfach zu wenig Power. Normale Reparaturmannschaft, nichts Besonderes, normales Schadensbegrenzungsteam, nichts Besonderes, 80 Sekunden Reload. Hier mein Kapitän, wie ich ihn fahre. Secondary mit IFAE, zahlt sich aus, seht ihr vielleicht, achtet in der Endabrechnung bitte auf den Schaden, den die Sekundäre gemacht hat. Es ist durchaus möglich, dass hier 30.000, 40.000, je nachdem wie viel Schaden ich mache, es sollten 20-30% des Gesamtschadens sein, wenn ich es schaffe, in den Nahkampf zu kommen, aber vielleicht versage ich auch komplett im Gefecht. Wer weiß das schon. Ich nehme das immer vorher auf, natürlich, da muss man schauen. Ja, ich würde, wenn der Friedrich der Große mein erster Tier 9 Schlachter ist, empfehlen, ihn auf Reichweite zu spielen und dann auf Brandschutz. Takati, 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 überleben. Punkt. Bei den Modulen, bei den Upgrades dasselbe. Überleben. Alles auf Brandschutz. Und dann auf Reichweite. Scheiß auf Reload. Mit den wenigen Granaten ist zwar schwierig auf Reichweite zu spielen, aber es ist besser als immer zu versuchen, in den Nahkampf zu kommen. Für erfahrene Spieler und Leute, denen es egal ist, gerne auch das Sekundärbild. Dann kann man auch die Reichweite reinmachen. Aber ich bin dafür, dass man hier immer das Concealment mitnimmt. Denn man wäre darauf angewiesen, so nah wie möglich ranzukommen, bevor man entdeckt wird, dass man nicht in der Anfahrt schon rausgefokust wird und einen Großteil seiner Sekundärgeschütze verliert. Leider, muss ich sagen, ist das mit dem momentanen Aufkommen von Flugzeugträgern nicht möglich. Man wird immer aufgemacht, man wird immer beschossen, man verliert viele HP, man muss sich extrem gut positionieren oder extrem weit außen anfahren und läuft dann Gefahr, dass in der letzten Zeit bei häufig vorkommenden Lemming-Trains das ganze gegnerische Team von einem wegfährt und mit 11,3 Kilometer maximaler Sekundärreichweite gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen, dass man da noch ein bisschen Schaden mit dem macht. Und dann dümpelt man hinterher mit Fronttürmen von 2x2, 406 oder 420 mm, die streuen, wie als würde ein Arsch mit Durchfall auf ein 5 Meter entferntes Blatt Papier schießen. Das hat fast scheißen gesagt, aber es wird auch zutreffen, denn es ist einfach brutal und es ist unnötig und es ist richtig schlimm. Verzeih mir meine Wortwahl, aber es hat gerade gepasst wie die Faust aufs Auge. Da ich schicke euch jetzt wieder zurück ins Gefecht, in dem ich hoffentlich was gerissen habe. Viel Spaß. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, Premium-Verbrauchsgut mitzunehmen. Das wird mir mit Sicherheit zum Verhängnis, denn der Friedrich der Große ist sehr, sehr gut gepanzert. Was bedeutet, wir werden wahrscheinlich ganz stark unter Feuer und HE zu leiden haben.
vor allem in die Superstructure. Ich bin jetzt ein kurz kleines bisschen irritiert gewesen. Wir haben ganz viele Tier 10 Briten. Das ist natürlich eine super Idee. Ich hoffe, ich glaube, vielleicht habt ihr den Reddit-Post gelesen, dass Zweier Matchmaking hier auf Tier 10 vielleicht drin bleibt. Ich glaube, Wargaming hat sich ein bisschen vertan, was sich hier, naja, was die Tier 10 Flugzeugträger betrifft, dass es intelligent ist, zwei von denen da reinzupacken. Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Nichtsdestotrotz, Friedrich der Große, zu fahren wie eine Bismarck. Die Unterschiede sind natürlich die Größe von Friedrich dem Großen. Er ist natürlich, wenn ihr euch das mal anschaut, ein Prachtexemplar eines deutschen Schlachtschiffs, das es nie gegeben hat. Bismarck meiner Meinung nach der Höhepunkt der deutschen Schlachtschifflinie, nicht weil es das letzte historische und gebaute, oder eines der letzten historischen gebauten Großkampfschiffe der Deutschen war, aber ist, sondern sie vereint Größe, naja, und gutes Aussehen. Quasi hier in einer guten Destillation. Friedrich der Große ist einfach, genau wie sein Name schon sagt, zu groß. Das ist das, was dieses Schiff ausmacht. Größe, die es nicht braucht. Zudem ist es unterbewaffnet. Ach, ich hasse es. Dann noch eine Shimakaze im Gegenteil. Das hat man so gerne. Es ist unterbewaffnet. Zu groß. Zu behäbig. Ja, es hat hydroakustische Suche. Und da kommt schon die Odysseus. Das hat man auch gerne. Wird natürlich nicht zu mir kommen. Natürlich nicht zu mir. Ich mache mal hydroakustische Suche an, je nachdem, was hier ist. Hier sehen wir die Georgia, das momentane Testschiff. Ja, da kommen die Torpedos. Zuma ist sehr schnell, dahin ist die Georgia. Gott. Ah, die Streuung. Habe ich die Streuung schon erwähnt? Exorbitant. Lass mal probieren hier. Lass mal direkt das ausprobieren, für was der Friedrich der Große bekannt ist. Die Makase hat er schon abgeworfen, sehr gut. Kurz konzentrieren. Ja, das ging alles in den Berg. Ja, ich muss jetzt drehen. Ich muss drehen. Da vorne kommt schon die nächste Salve der Gearing. So, das muss sitzen. Mir werde ich dieses Gefecht nicht sehen. Ja, Zitadelle. Zitadelle, Doppelzitadelle und schwerer Schaden. Jetzt rausdrehen hier, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Sehr gut. Yasuma ist weg. Yasuma ist einfach ein Opfer. Kann man nicht anders sagen. Oh, hier ist die Fletcher. Oh, das war die Salve der Monty. Und ab die Post. So, was wollte ich denn überhaupt sagen? Die Friedrich der Große hat, oder der Friedrich der Große, ein erfundenes Schiff. Dann ist mir relativ egal, ob ihr einen männlichen, ob es für euch ein männliches Schiff ist oder ein weibliches. Ich weiß, es wird immer gestritten. Oh, alle Schiffe sind weiblich. Das ist aber faktisch falsch. Nicht alle Schiffe sind weiblich. Es gibt durchaus Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen in der deutschen Flotte, wo Schiffe männlich waren. Das ist aber nicht das Streitthema hier. Das Streitthema hier bei diesem Schiff ist ganz klar: Friedrich der Große sollte von Stärken profitieren, die momentan im Spiel nicht mehr gegeben sind. Einmal sollte er profitieren von einer starken Sekundärartillerie, zu deren Einsatz es schwerlich kommt, durch die
andauernden oder großen Möglichkeiten des Aufdeckens momentan durch das extreme Aufkommen von Flugzeugträgern einerseits. Andererseits sind dann auch die DDs. Natürlich, DDs gab es immer, das ist klar. Aber wie gesagt, vor allem das Aufkommen der Flugzeugträger hat das extremst erschwert. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Die Panzerung, die extrem gut im Nahkampf ist, lässt natürlich zu wünschen übrig auf hohe Distanzen. Da sind Zitadellen durchaus und weiterhin möglich. Aber vom Spieler, vom Gegenspieler wird einem quasi ein, ja, man könnte fast sagen, ein Reichweitengefecht aufgedrängt. Man sieht es hier, wird mit den Inseln gespielt, das ist kein Problem. Jetzt kann ich aber wieder weiter nach vorne fahren. Dementsprechend kann man die Panzerung schwer einsetzen. Je nachdem, was passiert, je nachdem, wie das Gefecht sich entwickelt. Oh Gott, hier kommen Torpedos. Auf die Shimakaze hat nicht die langen, langsamen, nein, es sind schnelle Torpedos. Die müssen eigentlich ausgehen. Aber Angst ist natürlich trotzdem da. Und das Gefecht sieht schon nicht so gut aus, aber naja, mal schauen. Tatsächlich habe ich Angst, dass diese Torpedos noch ankommen. Heutzutage weiß man nie. Bremse einfach mal ab. Was sich die Spieler dabei denken. Jetzt. Ah, das Blöde ist, Breitseite zeigen. Die kommen auch noch. Die werden angegriffen. Wow. Der kommt auch noch einmal. So, was sind das für Torpedos? Das sind 16 Kilometer Torpedos. Wie gesagt, heutzutage weiß man nie, was die Spieler so drauf haben. So, ich lege mal hier links aus. Weil die Georgia wird hier wahrscheinlich reinkommen oder auch nicht, man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall hier mein Gegner werden. Wie gesagt, das ist relativ schwierig. Das Schiff ist mir einfach zu groß. Das ist überhaupt nicht mein Fall. So. Amagi kommt auch hinten rum. Wir haben es bisher nicht geschafft, hier A zu nehmen. Wir haben es bisher nicht geschafft, hier irgendwas einzunehmen. Das ist brutal. Ah, die Hindenburg will mir jetzt unbedingt die Georgia raus torpedieren, damit ich nicht mal meine Sekundäre einsetzen kann. Gott, wie schlecht ist die Hindenburg. Ich hab's nicht mal geschafft, die raus zu torpedieren. Eine Zitadelle. Immerhin eine Zitadelle. Ah, und jetzt kam Schuss von allen Seiten. Secondary Kill! Nice. Kommen die nächsten Torpedos. Oh Mann, wir haben die Shimakaze drin. Ja, 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 ja. Drei Brände. Wie gesagt, relativ läppisch das ganze Schiff. Shimakaze fackelt den einfach ab. Das Schiff braucht noch Torpedos. Habe ich gehört. Dann wäre es okay. Was? Ich drehe jetzt auch weg. Ich habe keinen Bock auf die Torpedos. Da kommt schon der Flugzeugträger an. Nochmal heilen. Breitseite zeigen. Ja, die 2x2, 410 mm. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Aber dann fahre ich zumindest nicht mehr rein in die Torpedos des miesen Shimakaze. Wir werden das Gefecht eh verlieren. Von daher, mal.
Wow, und unsere Hakurio hat anscheinend das Gefecht verlassen. Wow. Warum? Warum? Das wäre wirklich läppisch. Also das wäre... Boah, solche Leute. Das wäre übel. So, ich bremse hier mal ab. Wie gesagt, das ist die Sekundärartillerie. Den Kapitän habt ihr schon gesehen. Wenn ich das Schiff fahre, dann fahre ich es so. Alles andere macht meiner Meinung nach zwar Sinn, aber dann gibt es die Möglichkeit, ein anderes Schiff zu fahren, dass das dann besser macht. Ansonsten, wie gesagt, im Nahkampf. Im Nahkampf sind diese Schiffe natürlich Bomben. Die suchen seinesgleichen. Aber das Schiff ist einfach groß. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Angst, dass ich in die Shimakaze fahre, in die Torpedos der Shimakaze. Ich hoffe mal, ich schaffe es hier zu drehen, selbst wenn nicht, bin ich jetzt relativ weit abseits. Fokusfeuer tut keinem Schiff gut. Die großen Schwächen, ja, da kommen auch die Torpedos, man sieht es. Die großen Schwächen dieses Schiffes sind die Superstructure. Ich glaube, da muss man nicht großartig noch drum herum reden. Es wurde gut gedodged, jetzt habe ich 2 Minuten Zeit, dann fahre ich jetzt nach innen, das Schiff ist hier oben. Werden wir verlieren. Die Odysseus ist einfach gut im Gegnerteam. Hoppla, Odysseus. Also, ich bin normalerweise niemand, der viel jammert, was Flugzeugträger betrifft oder generell. Ich nehme, wie es ist. Aber nach meiner objektiven Einschätzung sind die Flugzeugträger mit neuester Änderung der Flakmechanik stärker geworden. Sehr viel stärker. Bomben. Die Bomber sind die neuen Hakurio-Torpedos. Also die sind großartig. Und ja, eines war natürlich meine Schuld. Ich hätte auf jeden Fall noch ein Premium-Verbrauchsgut mitnehmen müssen. Dann hätte ich jetzt, ja, könnte ich nochmal heilen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich jetzt rausgehen, wenn ich 2 Torpedos bekomme. Und ich nehme immer 2. Oh, ich habe nur 1 genommen. Sehr gut. Ja, das war's jetzt. Hier kommt der großartige Anflug der Odysseus. Und die Punkte sind auch weg. Das war's. Ein trauriges Gefecht, aber... Oh, ich hab's noch überlebt. Das hätte sowieso nicht mehr zählen dürfen, aber... Alter Schwede. Alter Schwede. Wenn ich es nicht geschafft habe im Gefecht, während ich es gefahren bin, es live zu kommentieren und auf die Stärken und Schwächen einzugehen, habt ihr sie im Hafen gehört. Ansonsten fasse ich nochmal zusammen. Das Schiff ist zu groß, der Wendekreisradius ist zu groß, die Bewaffnung ist zu, es ist unterbewaffnet, 4x2, 406 oder 420 mm ist meiner Meinung nach viel zu wenig auf Tier 9. Vor allem, da dieses Schiff Front nur, also in der Front nur 2x2 hat, quasi jedes amerikanische Schlachtschiff mit 2x3 vorne, outgunned, ein Friedrich den Großen. Kommt auch noch darauf an, auf welche Entfernung gespielt wird. Und wie wir wissen, Tier 9, Tier 10 wird meistens auf große Entfernung gespielt. Das war früher nicht so ein Problem. Denn früher gab es weniger Schiffe, die das gefördert haben. Jetzt, wo die Flugzeugträger wieder drin sind und das vermehrt, wird wieder auf extrem große Entfernung gespielt, weil die Flugzeugträger, die Flugzeuge einfach sehr, sehr schnell sind, überall agieren können, jeden Vorstoß aufs Schärfste bestrafen können. Zusätzlich noch zum Rest der Flotte. Deswegen sind die meisten Spieler sowieso dagegen oder fahren nicht mehr gerne nach vorne. Deswegen, wenn man selbst in so einem Schiff sitzt, quasi die Arschkarte gezogen hat. Eine Alternative wäre natürlich, ein Reichweitenflugzeug dann beim großen Kurfürst 9 zu bauen oder auf hier anstatt Reload auf Reichweite zu gehen. Das widerspricht aber meiner Meinung nach dem Sinn dieses Schiffes, welches durch die Panzerung gegeben ist. Es hat eine sehr, sehr gute Nahkampfpanzerung, aber auf Entfernungen bringt die einem nichts. Die Turtleback-Panzerung, wie es so schön heißt, die wird aber ausgehebelt auf große Distanzen. Es hat eine gute Sekundäre, die einem auf große Distanzen auch nichts bringt. Damit einhergehend geht die große Superstructure, welche es relativ anfällig macht, auch für schweren Schaden, auch im Nahkampf. Also, es ist ein Nahkampf-Brawler mit hydroakustischer Suche, unterbewaffnet, zu groß, Turmdrehrate passt, braucht Unterstützung, schwierig einzusetzen. Das setzt sich fort beim Friedrich den Großen, beim großen Kurfürsten. Da hat man aber zumindest eine ansprechende Hauptbewaffnung von 4x3, 406 oder 420 mm, je nachdem, was ihr präferiert. Bisschen mehr Penetrationsleistung, dafür geringeren Reload. Oder aber die 406er, wenn sie euch reichen, sollten sie wahrscheinlich zu 90%.
Auf große Distanz sind die 420er von geringem Vorteil, glaube ich. Ansonsten lieber 23 Sekunden Reload oder so ein Spaß. War ein schlechtes Gefecht. Ich bin froh, dass zumindest 151 Zieltreffer mit dazugekommen sind. Dem ist natürlich der Amagi ein großes Danke zuzuschreiben. Die Monty und die Georgia sind gefahren wie zwei Vollhonks. Und die Hindenburg, Gott, also da ist Honk auf Honk getroffen. Die hat ja, die ist gegen drei Schlachtschiffe ist die gefahren und hat überlebt und hat eine Monty fast rausgeholt, eine Georgia fast rausgeholt. Und dann wurde sie schlussendlich von der Shimakaze erledigt. Also das war natürlich eine Idiotentour schlechthin. Krass, muss man sagen, wenn es funktioniert, tut ab Hindenburg. Aber da war mehr Glück als Verstand dabei. Nein, das war kein Problem. Man war gegen Beethoven, der ist einfach scheiße gefahren und das macht jeder. Ich fahre die meiste Zeit scheiße. So, na gut. Das war hier der Friedrich der Große. Vielleicht könntet ihr was mitnehmen. Ich glaube, am wichtigsten ist generell die Besprechung im Hafen und ein bisschen Theoretisches darüber. Das Gefecht im Hintergrund untermalt nur das, was gesprochen wird. Meine Einstellung dazu. Wie gesagt, es gilt ihn so, wie ihr wollt. Es gibt Alternativen, die habe ich euch aufgezeigt im Hafen. Und ich danke fürs Zusehen. Ciao.